Morgens um 8 und nachmittags um 15 Uhr geht es los. Bis zu 15 Ehrenamtliche der DEPOLG packen am Stützpunkt im G7 Einsatzgebiet bis zu 5 Fahrzeuge voll bis oben hin. Energydrinks, Müsli-Riegel, ein spezielles Präsentpäckchen und als Highlight obendrauf Trinkmahlzeiten von Y-Food in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der G7-Einsatz ist der größte in Deutschland. Entsprechend kommen auch aus dem gesamten Bundesgebiet Einheiten. Und entsprechend helfen auch DEPOLG-Ehrenamtliche aus ganz Deutschland. Ja, und zwar ist ganz wichtig, dass das eine Gemeinschaftsaktion von unserer Gewerkschaft insgesamt ist. Und da war das natürlich sinnvoll, dass wir als DEPOLG Hessen auch unterstützen. Ja, bei der Einsatzbetreuung unterstützen uns sehr viele andere Landesverbände. Aber der Schwerpunkt ist natürlich die Einsatzbetreuung durch unsere DEPOLG-Ehrenamtlichen aus Bayern. Und hier sind aus allen Bereichen Unterstützungskräfte hier mit vor Ort. Schwerpunkt aber natürlich dann auch in München und hier in Oberbayern Süd. Die DEPOLG-Teams steuern die Unterkünfte der Einsatzkräfte ebenso an wie deren Posten. Der rege Anlauf an den Fahrzeugen zeigt, dass das Angebot bestens ankommt. Aber die Ehrenamtlichen haben auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Einsatzkräfte und versuchen, wann immer möglich, für Verbesserungen zu sorgen. Die Versorgung und auch die Unterbringung sind natürlich die Hauptthemen in dem Komplex. Es gibt Beschwerden, ganz klar. Wir haben nur die Rahmenbedingungen. Es gibt zu wenig freie Hotelkapazitäten im Bereich Garmisch. Und somit sind lange Wege angesagt. Wenn es hier Schwierigkeiten gibt, und die hat es auch schon gegeben, dass Hotels oder Hotelzimmer einzeln nicht tragbar sind, dann werden die auch gesperrt, werden nicht mehr bezogen. Da sind wir in engen Kontakt mit dem EA 11. Da sind die Verantwortlichen beim Einsatzstab. Um die 18.000 Einsatzkräfte sollen für die Sicherheit rund um den G7-Gipfel sorgen. Diese fehlen natürlich auf den Heimatdienststellen, denn dort wird die Arbeit ja nicht eingestellt. Auch diese Kolleginnen und Kollegen werden von der DEPOLG nicht vergessen. Weil gerade die daheim geblieben sind, haben eine Mehrlast zu tragen. Da gibt es verschiedene Bezirksverbände, die eigene Initiativen ergreifen und auch die Leute vor Ort versorgen. Aber es wird natürlich auch das PIB Oberbayern Süd und auch das PIB München, da sie ja Hauptlast mittragen bei dem Einsatz, mit versorgt. Und hier noch die DEPOLG-Nummer gegen Kummer im Einsatzgebiet. Solltet ihr noch kein Präsentsäckchen bekommen haben oder Lust auf Y-Food und Co. haben, dann ruft einfach an.